Wohin geht denn die Reise? Ich fliege die Gräfin auf die Bahamas. Ich beneide dich. Während wir in der Sonne liegen, quält sich Tanja im Gefängnis. Ein herrliches Gefühl. Simon wird wohl eher froh sein, wenn ich ihn wieder verlasse nach der Hiobsbotschaft. Oder er ist so glücklich, dass er mich nicht mehr gehen lässt. Sorry, ich muss für einen Kumpel einspringen. Wird heute nichts mit Skaten. Hör mal, ich habe irre wichtige Termine verlegt, nur damit ich mit dir skaten gehen kann. Ich bin keiner von deinen Zivi-Kumpels, den du einfach mal so absagen kannst. Und nun zu dir, Clarissa. Was ist dein Problem, Mann? Ich hatte eine halbstündige Diskussion mit Pia. Nur damit sie diesen scheiß wichtigen PR-Termin verlegt. Das ist ja gut. Ich hab's verstanden. Sag mal, sehe ich das richtig, dass du dir gar keine Mühe gibst, deinen läppischen Zivildienst abzusagen? Ich kann meine Kids nicht einfach so hängen lassen. Ich bin vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig wie du, Superstar. Als ob's für dich keinen Ersatz gäbe. Hör mal zu, wir sind nur zu zweit und ein Kollege ist krank geworden, Mann. Du willst mir nicht wirklich erzählen, dass es bei euch nur zwei Leute gibt, oder? Glaub es einfach oder lass es. Ich kann nicht einfach so wegbleiben. Könnt ihr nicht einfach mal aufhören? Du hältst dich da raus! Das spinnt doch. Ja, das scheint mir auch so. Der Erfolg hat dir offenbar ein Stück Gehirnmasse weggeätzt, Christian. Ich fühle mich heute mal wieder so richtig wohl hier. Wann soll's denn losgehen? Ich dachte, wir reisen heute Abend ab. Presserummel war ja noch nie mein Ding. Oh, da werden die Journalisten aber traurig sein. Exklusivinterview mit Clarissa von Anstetten. Mein Leben nach Tanja. Oh, sorry. Ja? Daniela, was gibt's? Och nein. Ja, gibt es keinen anderen Termin? Ja, okay. Ciao. Was ist? Ich muss sofort los. Verhandlungen mit deinem Studio in London. Oh, das ist aber schade. Das Beste kommt noch. Ich muss heute noch fliegen. Wann ist dein Flug? Oh, das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Wie wäre es, wenn ich dich in meinem Privatjet mitnehme? Ihr wollt doch auf die Bahamas. Außerdem würde ich euch doch bestimmt nur stören. Na, das ist doch Unsinn. Wir könnten doch einen kleinen Abstecher über London machen. Kein Problem. Das würdet ihr tun? Natürlich. So können wir noch in Ruhe miteinander plaudern. Hallo. Hallo. Wo möchten Sie hin? Nach Düsseldorf. Da haben Sie Glück, steigen Sie ein. Super, danke. Ziemlich leichtsinnig, als Frau per Anhalter zu fahren. Sind nicht alle so harmlos wie ich. Sie müssen aber auch vorsichtig sein. Ich? Ich trempe nicht. Aber Sie nehmen Leute mit. Das könnte auch gefährlich werden. Ich halte aber nur an, wenn Sie ordentlich aussehen. Genau wie Sie. Geh doch gleich weiter. Schnallen Sie sich an? Ja, natürlich. Was ist? Sie kommen mir bekannt vor. Ach ja? Wo hab ich Sie nur schon mal gesehen? Ah, ich hab's. Sie erinnern mich an Elses Enkelin. Else? Meine Freundin, von der komme ich gerade. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so angestarrt habe. Das macht nichts. Zum Glück ist mir das noch eingefallen. Ja, das kann man wohl sagen. Das ist echt der Hammer, dass die Henning von Anstetten einfach für tot erklärt haben. Ja, dann müssen wir erst mal drauf kommen. Das muss für ihn ein total komisches Gefühl gewesen sein. Alle Welt trauert um ihn und er lebt noch. Ja, nur komisch war das für uns alle nicht. Hast du ihn denn schon mal wieder gesehen seit seiner
Auferstehung? Gestern Abend. Ich dachte, dass ich sie ein Gespenst. Das kann ich mir gut vorstellen. Oh, hallo. Hallo. Hallo, Frau Brandner. Ein Kaffee? Nein, danke. Ich bin eigentlich nur gekommen, weil ich mit Ihnen und Jule was besprechen wollte. Dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Oh, das tut mir leid. Jule ist noch nicht da. Sie kommt erst heute Nachmittag aus Griechenland zurück. Ach so, ja. Aber ich mache so einen kleinen Begrüßungsumtrunk in Jules Wohnung. Wollen Sie nicht auch kommen? Ach ja, gerne. Können wir ja dann alles bereden. Worum geht's überhaupt? Die Nebenkostenabrechnung. Die kommen immer noch zu mir. Wieso das denn? Naja, Nina und ich, wir hatten das so geregelt, als noch nicht klar war, dass Jule das No-Limits übernimmt. Aha. Ja, dann schicken Sie die doch in Zukunft einfach zu uns. Genau darüber wollte ich mit Ihnen reden. Das ist eine Menge Arbeit für Sie beide, diese Nebenkostenabrechnung. Und Jule hat ja demnächst genug um die Ohren. Klar, wenn das Kind erstmal da ist. Aber ich kann mich ja dann darum kümmern. Glaubst du jetzt, du bist der Superstar oder was? Soll alle Welt nach deiner Pfeife tanzen? Zum 100. Mal, halt dich da raus! Ich halte mich nicht da raus. Ich habe doch gesehen, was du mit Lara gemacht hast. Was bitte hat Lara damit zu tun? Bei ihr war es doch genauso. Herr Toppe ist plötzlich Elvis und sie darf sich komplett nach deinen Terminen richten. Jetzt pass mal auf. Ich habe verdammt viel zu tun und es geht mir tierisch auf die Nerven. Ich würde auch lieber machen, was ich will. Du Armer, jetzt hast du schon einen Personal Assistant und kriegst dein Leben trotzdem nicht gebacken. Felix hat eine Sache am Hals und ich an ein paar mehr. Mensch, aber trotzdem kann er nicht machen, was dir passt. Alexa. Er ist verantwortlich für seine Kids. Es geht um verdammt viel Kohle. Weißt du, was das für ein Druck ist? Ja, immer du. Du hast mächtig viel zu tun. Du hast viel um die Ohren und du hast Druck. Deine Freunde sind dir doch scheißegal. Du merkst das noch nicht mal. ...28 Grad Wassertemperatur. Oh, entschuldige. Von Anstetten. Hallo? Wer ist denn da? Merkwürdig. Einen wunderschönen guten Tag, Gretel. Herr Roloff, guten Tag. Guten Tag. Ich gehe schon mal nach nebenan, ja? Und, wie geht es Ihnen, Gräfin? Danke der Nachfrage, aber Sie entschuldigen, ich habe nur 2 Minuten für Sie. 2 Minuten, das ist definitiv zu wenig. Schließlich haben wir noch eine Kleinigkeit zu erledigen. So, so. Mit Verlaub, Sie schulden mir noch mal ein bescheidenes Honorar. Bescheiden nennen Sie das? Ich habe mein Leben riskiert, um Tanja auszuspionieren. Da sind 3 Millionen nicht zu viel. Und ohne Henning und mich wären Sie jetzt tot. Insofern weiß ich gar nicht, ob Sie sich Ihr Geld überhaupt verdient haben. Wir hatten eine Abmachung. Gibt es dafür Zeugen? Heißt es jetzt, Sie wollen nicht zahlen oder was? Sie und Ihr Sinn für Humor. Sie müssen nicht nachzählen. Natürlich nicht. Die 2 Minuten sind um. Aber Gräfin, ich dachte, wir besprechen unser nächstes Projekt. Unsere Zusammenarbeit ist hiermit beendet, auch für die Zukunft. Sie haben sich von mir bestechen lassen und somit Tanja verraten. Wer weiß, ob Sie das nächste Mal nicht auf mich hintergehen. Ja, guten Tag. Pierre? Ja, hi, hier ist Christian. Sag mal, wir waren noch verabredet. Ja. Noch 1/2 Stunde? Naja, okay, ich warte. Bis dann, ciao. Hier kommt der Superstar. Träuber. Da ist der Superstar. Träuber. Einer dreht er die Welt, mit der anderen zählt er sein Geld. Du solltest nochmal überlegen, bevor du dich gegen ihn stellst. Schlendrian ist der Held und so derbe VIP. Champagner weder Rolex, Kohle weder Jets. Sex kannst du hassen, da hast du wohl auch nicht besonders drauf, was?
Ey, ich hab dich was gefragt. Ach so. Der Superstar redet wohl nicht mit ihm. Aber könnt ihr mich hier ganz in Ruhe weiter Dart spielen lassen? Das wäre nett. Störe ich dich? Ja. Hast du gehört? Der Herr DJ muss sich konzentrieren und braucht seine Ruhe. Sorry, aber das ist nicht dein Privatclub hier. Nur was willst du von mir? Was ich will? Ich will mich von dir nicht blöd anmachen lassen, kapiert? Ach komm, Jungs, jetzt stress mal nicht rum hier. Wollt ihr was trinken? Ja. Willst du mich provozieren? Ich will überhaupt nichts, ich will hier in Ruhe Dart spielen. Und ihr kommt hier an und textet mich von der Seite zu. Na und, was dagegen? Hey, das ist doch dein Freund da drüben. Er scheint ein Problem zu haben. Ach, das regelt alles Pia für ihn. Wo willst du denn so plötzlich hin? Ich hau ab, ich hab einfach keinen Bock, mich mit solchen Assis wie euch auseinanderzusetzen. Ja, versuch's doch. Ach komm, was ist eigentlich los mit dir? Was hab ich dir getan? Du nervst ganz einfach, merkst du das nicht? Willst du nicht einfach dazwischen gehen? Ey, du bleibst schön hier. So, jetzt singt's aber richtig. Ja, ja, ja. Okay. Wobei, sind Sie das schon? Ja. Hallo, Jule! Hey. Oh, gut sieht du aus. Oh, danke. Das macht die griechische Sonne. Ja, und das Essen. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Seid ihr gut durchgekommen? Ja, klar. Flug war pünktlich, kein Stau. So lieb von euch. Was habt ihr euch für Arbeit gemacht? Das ist alles Isabels Werk. Oh, komm, du hast mir auch dabei geholfen. Ja, ich habe nur deine Anweisung befolgt. Sie konnte es kaum abwarten, dass du wiederkommst. Ja, ist auch schön geworden. Danke. Ihr habt sicherlich Durst. Setzt euch erstmal. So. Los, erzähl. Wie war es in Thessaloniki? Also erstmal ganz liebe Grüße von Nina und Simon. Wie läuft denn das Hotel? Ziemlich gut. Wow, sieht das gut aus. Mit oder ohne Alkohol? Natürlich ohne. Ihr seid so lieb, danke. Was ist, gehen wir jetzt zusammen raus? Komm schon, die Leute. Ach komm, Jungs, lasst mich doch einfach in Ruhe. Kneifst du jetzt? Verpisst euch, haut ab, zieht Leine. Oh, 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 unser kleiner Star wird jetzt frech. Lass mich vorbei. So einfach kommst du nicht weg. Hey, hey. Willst du nicht dazwischen gehen? Hey, hey, ist gut jetzt, ja? Hey, hey, was soll das? Verpiss dich, Pim. Nimm es mit. Wir sprechen uns doch, dann mach ich dich fertig. Danke, Felix. Schon okay. Ohne dich und deine Jungs wäre das hier ganz schön in die Hose gegangen. Vergiss es. Hallo, Pia. Du findest keinen Parkplatz. Ja, okay, aber ich will mit den Jungs hier noch was trinken. Ich will dich nicht aufhalten. Okay, ich komme. Ciao. Ja, und das Meer ist glasklar. Oh, und türkisblau. Ja, und das Hotel ist direkt am Strand. Das ist wirklich eine tolle Sache. Hallo. 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 Ja, Sie kennen das Hotel ja. Ja. Ach, apropos, ich habe noch die Fotos für Sie. Fotos? Oh, da bin ich aber gespannt. Schön. Oh, schön. Und Badehose. Ruhig, Brauner. Wir müssen so viel besprechen. Ich habe nämlich ein paar Gedanken gemacht. So? Ja, wir können zum Beispiel noch eine neue Aushilfe einstellen. Nur zu deiner Entlastung. Ich habe mir das alles schon durchgerechnet. Ja, das können wir aber doch später besprechen, oder? Ja, klar. Hast du schon wieder? Mann, ich wollte dich jetzt nicht so überfallen. Ich habe noch was für dich. Ach, Isabel. Du musst mir doch nichts schenken. Gefällt's dir? Ja, klar. Das habe ich doch gern gemacht. Sag mal, hat denn Simon nun darauf reagiert, dass er Vater wird? Der freut sich. Was hat er genau gesagt? Ja, dass er das toll findet. Und was ist jetzt mit Griechen? Guck mal, was Isabel mir geschenkt hat. Oh, das ist ja süß. Und wie gefallen Ihnen die Fotos? Schön, sehr schöne Bilder. Ja, ich muss leider schon wieder los. Jetzt sind wir gar nicht dazu gekommen, über das No Limits zu sprechen. Gibt es denn was Wichtiges? Na, die Nebenkostenabrechnung. Aber machen wir ein andermal, ja?
Okay. Ich muss. Also, tschüss. Tschüss. Bring sie noch raus. Danke. Tschüss. Marie, schön, dass wir uns sehen. Hallo, Lukas. Und wie geht es Ihnen? Ein bisschen erschöpft von den ganzen Ereignissen. Aber eigentlich bin ich ganz froh. Ja. Zum Glück ist dieser Albtraum vorbei. Wollen Sie etwas Bestimmtes? Ich habe nämlich wirklich wenig Zeit. Nun, ich wollte Ihnen nur sagen, dass... Es ist mir unbegreiflich, wie ich am Anfang auf Tanja reinfallen konnte. Tja, so kann man sich in Menschen täuschen. Mein Taxi. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ich kann einen anderen Wagen kommen lassen. Wir könnten einen Kaffee trinken. Ein andermal gern, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Wiedersehen. Du bist der nächste, Lukas, wenn ich hier fertig bin. Ja? Toppe ist hier. Danke, Nina. Hi. Na, hat dir dein Personal Assistant freigegeben? Felix, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Es war wirklich Rettung in letzter Minute. Ich hab doch gesagt, vergiss es. Ich wollte nur, dass du es weißt. Das hätte ich für jeden getan. Das liegt nicht an dir, Christian. Bist du im Stress? Nein, das hier ist doch nur Spielerei. Weitaus unwichtiger als deine Arbeit, schätze ich. Weißt du noch, wie wir an einem Song für Lara gearbeitet haben? Das war echt super cool. Ja, ist lang her. Felix, ich habe mich heute wie ein komplettes Arschloch benommen. Ich gewöhne mich langsam dran. Was du da mit deinen Kids machst, ist wirklich super wichtig. Und ich war definitiv total arrogant. Es tut mir leid. Oliver, ich finde das total lieb von dir, dass du in No Limits eingesprungen bist. Ich hoffe, deine Tante hatte wirklich nichts dagegen. Ganz wirklich. Außerdem bist du jetzt ja wieder da. Was machst du? Jetzt bist du erlöst. So, tut mir leid, aber in der Firma wartet ein Haufen Arbeit auf mich. Hm? Kannst du mich mitnehmen? Ich muss zur Bank. Klar. Sehen wir uns dann gleich noch im No Limits? Ja, sicher. Ciao. Tschüss. Ja gut, ich mach dann hier klar Schiff und komm dann auch. Du, da helfe ich dir schnell. Wenn du darauf bestehst. Also, wann an die Arbeit? Oliver? Hm? Ist dir irgendwas an Jule aufgefallen? Ihr Bauch ist ein bisschen dicker geworden. Hey, ich meine das ernst. Wieso? Was soll denn sein? Ja, sie war irgendwie komisch. Weißt du, als ich sie nach Simon gefragt habe, ist sie mir ausgewichen. Echt? Ja. Sie meinte zwar, dass Simon sich gefreut hat, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Meinst du, er will das Baby gar nicht wirklich? Keine Ahnung. Jedenfalls war sie sehr komisch. Auch als ich das mit der Aushilfe besprechen wollte. Also, falls wirklich irgendwas war, dann wollte sie das bestimmt einfach nicht hier besprechen. Vor all den anderen. Ja, könnte sein. Ich sehe sie ja gleich. Ich frage sie am besten noch mal. Und hast du schon ein Konzept für ein Video? Naja, klar, ich bin gerade bei der Auflösung. Kamera, Licht, halt alles, was dazugehört. Cool. Naja, das Ganze soll so einen leichten 80s-Touch kriegen. Ich meine, die 80er sind ja gerade total hip. Ja. Sag mal, hättest du nicht Bock, eine kleine Rolle zu spielen? Oh, Felix, das würde ich zwar gerne, aber... Geht nicht wegen deiner Verträge, ja, außerdem müsste ich sowieso erstmal abchecken, ob das terminlich überhaupt passt. Ja, verstehe. Ich meine, prinzipiell hätte ich natürlich schon Lust. Ich erinnere mich gerade an den Videodreh zu I Can't Forget. An einer Stelle habe ich den Einsatz nicht bekommen. Da muss bestimmt 10.000 Mal neu gedreht werden. Ganz schön blöd, was? Mhm. Aber mein nächstes Video wird in London gedreht. Dann kriege ich so eine amerikanische Filmcrew, einen super coolen Regisseur. Das ist ja krass. Du, ich hab da ein paar Ramones-CDs, also wenn du willst, kann ich dir mal vorspielen. Oh, Felix, würde ich gerne, aber ich muss leider schon weiter, ich habe einen Termin. Ja, ich treffe mich gleich mit Lara und danach muss ich ins Label. Ach so. Tja, dann,
Tja, dann. Man sieht sich, ja? Mach's gut. Okay, Daniela, ich melde mich, sobald ich in London bin. Okay, ciao. Bitte. Haben Sie auch das blaue Negligé eingepackt? Das blaue, das schwarze und das in Bordeaux. Perfekt. Ich glaube, wir werden uns auf den Bahamas hervorragend entspannen. Da bin ich mir ganz sicher. Hallo. Hey, was machst du denn hier? Ich wollte euch zum Flughafen begleiten, wenn es dir recht ist. Aber gerne. Wann kommt ihr eigentlich wieder? Oh, das wissen wir noch nicht genau. Was? Du weißt nicht, wie lange du Urlaub machst? Diesen Luxus kann ich mir leisten. Und der Prozess? Du musst doch gegen Tanja aussagen. Werde ich auch. Und wenn ich nur für einen Tag von den Bahamas zurückkomme. Oh, das wäre aber ganz schön stressig. Hm? Stressig? Auf diesen Anblick freue ich mich schon seit Monaten. Tanja auf der Anklagebank. Sie wird daraus einen großen Auftritt machen. Davon kannst du ausgehen. Aber es wird dir nichts nützen. Nicht nach unseren Aussagen. Nur hoffentlich dauert es noch eine Weile bis zur Verhandlung. Wieso das denn? Nun, ich möchte erholt aussehen, wenn ich ihr gegenübertrete. Dann wird sie nach ein paar Monaten U-Haft noch blasser aus. Mach ruhig Pause. Ist ja im Moment nicht so viel los, das schaffe ich alleine. Okay. Ist klar auf der Bank? Sicher. Isabel, ich muss mit dir reden. Ich mit dir auch. Komm, wir setzen uns. Eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Geht's um Simon? Ja. Du hast gerade so komisch reagiert, als ich nach ihm gefragt habe. Tja, also... Er ist also doch nicht so erfreut darüber, dass er Vater wird. Doch. Und genau das ist das Problem. Er will wieder zurückkommen nach Deutschland. Oh Mann, er würde seinen Traum aufgeben. Wie haben die beiden das denn geregelt mit dem Hotel? Das ist es ja. Er kann da nicht weg. Und das soll er auch gar nicht. Wir haben über eine andere Lösung nachgedacht. Aha. Welche? Dass ich vorerst zu ihm ziehen werde. Wie aufmerksam von mir. Als Clarissa mit ihrem Piloten wohl besser. Dankeschön. Wenn ich Zeit habe, bringe ich dir was Schönes aus London mit. Oh ja, ich lass mich überraschen. Da wird ja auch nichts anderes übrig bleiben. Komm schon, Clarissa. Und wenn wir dann unsere Reiseflughöhe erreicht haben... Dann? Da bist du ja, meine Liebe. Oh, Idiot, geh doch zur Seite!